Willkommen zusammen zu einer weiteren Fahrt hier im Train Sim World 2. Wir haben heute etwas relativ Lustiges vor uns, nämlich ein komplett freies Rangierszenario. Wir stehen da vorne in unserer Baureihe 204 hier auf Schnellfahrstrecke Köln-Aachen und sind hier beim Betriebswerk bzw. beim Köln BBF und haben hier jede Menge Rollmaterial abgestellt. Und können diese Züge frei nach unserem Belieben hin und her rangieren, wie wir es wollen. Wir gucken uns mal an, was hier alles so rumsteht. Also hier vorne haben wir auf jeden Fall eine Doppeltraktion ICE3. Warum auch immer der Triebkopf da vorne so dunkel ist, das weiß ich nicht. Die Drehscheibe ist in jedem Falle in irgendeiner Form benutzbar. Hier die hier auch. Hier vorne haben wir eine 101. Wir haben Eurocity-Wagen. Noch mehr Eurocity-Wagen. Nightjets. Den ICE3 in Regenbogenlackierung. Der darf natürlich nicht fehlen. Und dann sind wir da vorne mit unserer Baureihe 204. Also das Szenario ist von Tom Fresco. Dieses Szenario ist aufgenommen worden, bevor es das große Update gegeben hat. Das Rush Hour Update für den Transim World. Heißt also, die aktuellen Dateien, die für dieses Szenario nötig sind, sind noch nicht konvertiert worden zu diesem Zeitpunkt. Es kann sein, dass dieses Szenario niemals veröffentlicht wird. Sollte dem doch so sein, dass dieses Szenario irgendwann veröffentlicht wird, ist dann der Link in der Videobeschreibung. So viel dazu. Alles andere im weiteren Verlauf des Videos. Wir können uns jetzt erstmal überhaupt überlegen, was wir machen. Wir sind nämlich komplett frei, was das Rangieren angeht. Also wir sind hier in unserer 204. Wir können mal auf die Karte drauf gucken. Also die ganzen Weichen können wir uns übrigens selbst hier stellen. Ja, was könnte man denn gut machen? Auf jeden Fall irgendeinen Zug in Köln Hauptbahnhof hineindrücken oder hineinfahren. Und hier vorne ist Köln Hauptbahnhof. Den Zug in Köln Hauptbahnhof hineinfahren und den da praktisch bereitstellen, wäre schon mal eine Idee. Was haben wir hier? Hier sind zwei S-Bahnen abgestellt, denke ich mal. Oder nee, die sind gar nicht abgestellt. Die sind hier an einem Bahnhof stationiert. Dann haben wir hier unsere beiden ICE3. Ob es KI-Verkehr auf der Strecke gibt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall steht hier was. Hier steht auch was. Okay, es ist auf jeden Fall KI-Verkehr verbaut in diesem Szenario. Das ist schon mal ziemlich cool. Heißt also, sobald die dann praktisch losfahren, werden die uns dann auch entgegenkommen. Also dann würde ich sagen, machen wir mal Folgendes. Ich würde sagen, wir stellen uns mal einen schönen bunten Zug einfach zusammen, so eine Art PBZ. Aus Nightjet-Wagen, Eurocity-Wagen und Intercity-Wagen. Könnte man so machen, ne? Ich würde auch gerne diese Drehscheibe benutzen. Okay, ich entwickle langsam einen Plan. Wir stellen diesen Zug hier praktisch zusammen. Sagen wir mal, ich hätte gerne Nightjet-Wagen. Hier diese drei, die wir hier haben, einen Intercity-Wagen und die restlichen Wagen sind Eurocity-Wagen. Den stellen wir zusammen und ganz zum Schluss packen wir dann die 101 auf die Drehscheibe hier drauf, fahren dann ans andere Ende des Zuges und irgendwo da vorne hin und fahren dann diesen praktischen Köln Hauptbahnhof rein. Köln Hauptbahnhof ist da so. Okay, dann machen wir das. Dann gucken wir mal, wie wir das anstellen.
Frage ist, nehmen wir diese 204 oder die andere da vorne? Wir könnten lieber diese 204 hier vorne nehmen. Aber das ist halt die Sache, in dem Szenario gibt es keine Anweisungen. Wir können einfach machen, was wir möchten. Also wir könnten mit dieser 204 hier vorne auf die Drehscheibe drauf. Und dann schon mal an die Eurocity-Wagen ankuppeln. Und wohin dann mit denen? Mal schauen. Ja, wobei es schon sinnvoll ist, vorne an den Wagen anzukuppeln, ne? Also nehmen wir doch vielleicht besser diese Lok hier vorne. Ja, wir nehmen die 204 da vorne. Wie gesagt, das Szenario wird etwas chaotisch. Also wer da Bock drauf hat, bleibt gerne dabei. Ansonsten, wenn jemand hier irgendwie Realismus erwartet in diesem Szenario, ja. Okay, wir werden bis hier vorne irgendwo... Ah, wir könnten den Zug hier vorne irgendwo bereitstellen. Ja, wir machen das so. Okay, ich habe einen Plan. Ich wollte hier einen Intercity-Wagen haben. Den nehmen wir auch direkt mit. So, den möchte ich hier einmal abkuppeln. Aha, damit habe ich immer Probleme. Ich finde nämlich nie den Triggerpoint bei den Intercity-Wagen. Hier klappt es. Aber hier nicht. Von der anderen Seite vielleicht? Vielleicht mehr von oben. Nee, das funktioniert nicht. Was ist, wenn wir aussteigen? Ach, ich erinnere mich, der Tom hatte mir irgendwas geschrieben von wegen, man kann irgendwie die Wagen, die Intercity-Wagen nur einen nach dem anderen abkuppeln. Irgendwie von hinten, glaube ich. Dann fliegen wir mal nach hinten. Können wir die Wagen hier abkuppeln? Nee. Müssen wir die 101 erstmal abkuppeln? Haben wir gemacht. Können wir dich jetzt abkuppeln? Immer noch nicht. Okay. Vielleicht vom anderen Ende?
Klopp. Nö. Okay. Dann machen wir das anders. So, ich würde sagen, es ist Zeit zum Fahren. Genug hin und her geguckt. Warum geht das Display nicht an? Okay. Das passt alles, glaube ich zumindest. Bremsschlüssel aktiv. Das ist gelöst. Das lösen wir mal auch. Warum ist denn der Sitz so dermaßen tief? 0%. Oh, ich höre einen Zug. Sehr schön. Das machen wir weiß, weiß. Das machen wir an. Hinten rechts rot, rot. Die PZB ist nicht an. Hier war doch irgendwo so ein Kasten da. PZB an. Okay. Ups, der Motor war schon an, ne? Upsi. Na? Die ist gelöst. Das passt alles. Batterie an. Okay. So. Wie bekomme ich dann den Fahrtrichtungsfender? Warum funktioniert das nicht? Was mache ich verkehrt? Führerstandsbeleuchtung. PZB. Instrumentenbeleuchtung. Bitte. Bremse lösen. Sand. Notfallmotorabschaltung. Ah, schlechte Idee, dass ich das gedrückt habe. Okay, jetzt aber, komm schon. Motorstart. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. God damn it. Okay. Planänderung. Ich habe die Lok kaputt gemacht. Wir nehmen uns eine andere Lok. Hat er fast schon was von Derail Valley, ne? Transom World goes Derail Valley oder andersrum. Ah, ich hätte den.
Der Fahrtrichtungswender steckte in dem Führerstand da hinten in dem anderen drin. Gut. Job. PZB vergessen anzumachen. Egal. So, ist die Drehscheibe eigentlich richtig gestellt? Okay, so, wohin wollen wir jetzt? Ja. Hier hin. Wäre, glaube ich, eine Idee. Oder? Eine Güte, mit Anweisung ist das Ganze doch viel, viel leichter. Genau, hier hin. Hier am Zug vorbei. Ja, das passt erstmal, machen wir das. Dieser Schalldämmung hier. So, Licht an. Drehscheibe freigestellt. Locked, unlocked. Freigestellt, gesperrt. Freigestellt. Stell sie mir frei. Wo müssen wir hin? Oh Gott. Gott, wir bewegen uns ernsthaft. Falsche Richtung. Nein, immer noch falsche Richtung. Andere Richtung. Ja. Wir wollten hierhin, also noch eins, zwei, drei Gleise weiter. Falsche Richtung. Immer noch falsche Richtung, meine Güte. Wie kann man nur so hart verkacken bei so einer einfachen Aufgabe? Noch einer. Noch einer. Noch ein bisschen. Also jetzt in die richtige Richtung drehen. Nein! Das war schon wieder die falsche Richtung. So.
So. Und auf geht's. Bremsen lösen. Ja, wir sind viel zu schnell. Gott, du raus. Ne, ich verstehe, ich weiß schon, warum ich nicht so ein großer Fan vom Rangieren bin, ja? So, warum stehen wir? Wir wollten. Wir nehmen hier vorne diese Eurocity-Wagen mal mit. Nee, Moment, falsch. Und wo steht denn die Weiche jetzt richtig? Okay. Na. Warum bremst du denn? Moment. Ah, das finde ich echt dämlich, dass das im Transient World immer noch so ist. Das ist doch falsch. Also ich meine, eigentlich müsste doch dieser Feind hier praktisch. Okay, Bremsen lösen. Warum ist eine Bremse angezogen? Ich hab sie doch gelöst. So, jetzt noch mal. Perfekt. Wow, das hat besser geklappt als gedacht.
schaffen? Endlich, den ersten Zug am Haken. Hat er lange genug gedauert. Okay. Also. Das passt. Das passt. Das passt. Das passt. Das passt. Das passt. Okay, und wo wollen wir jetzt hin? Irgendwo hier hin. Wir sind schon die Weichen gestellt. So. Ja, passt. Würde ich mal behaupten. Sieht gut aus. Wow, wir fahren endlich den Zug. Hallo, liebes Stellwerk. Dürfen wir jetzt einfach drüber fahren, sonst ist das Szenario vorbei. PZB-Befehl 40, ja gut, PZB ist eh aus. Mal schauen, was passiert. Oh, es ist nichts passiert, ein Glück. Vermutlich nicht so schlau, dieses Gleis hier außen genommen zu haben. Aber mal schauen. Okay, so, wir haben hier ein paar Eurosic-Wagen. Ach, sehr cool, das ist mir hier noch nie aufgefallen, hier dieser Unterstand. Okay, ich möchte dann jetzt Folgendes machen. Ich möchte nämlich einen kompletten Eurocity-Zug haben, weil sonst sind wir hier Stunden am Ende beschäftigt, bis ich hier die verschiedenen Wagen zusammengestellt habe. Aber dann nehmen wir halt einfach so einen vollständigen Eurocity. Wobei wäre ja auch irgendwie witzlos. Ich meine, jetzt können wir das ja machen, aber ich bekomme halt die Wagen hier nicht auseinandergekuppelt. So. Naja doch, dann nehmen wir uns halt die Eurocities hier. Wie gesagt, ich bekomme die halt nicht auseinandergekuppelt. Dooferweise. So, wie machen wir das denn? Sinnvollerweise nehmen wir hier vielleicht diese Lok, fahren zur Drehscheibe. Frage ist, können wir eigentlich mit der 204 an der 101 ankuppeln? Müsste klappen, ne? Denn dann würde ich Folgendes machen. Nehmen wir vorne die 104. Fahren auf die Drehscheibe drauf. Und kuppeln hier vorne an die 101 an. Und schieben dann diesen Zug inklusive 101 an unseren restlichen Zug. Dafür müssen wir jetzt erstmal zurückrennen. Das kann ein bisschen dauern.
Wir können leider nicht noch schneller rennen oder uns hin und her beamen, wie es vielleicht bei Derail Valley der Fall sein wird, beziehungsweise der Fall ist. Ich hoffe nur, dass ich jetzt diese 204 zum Laufen bekomme, aber es müsste eigentlich funktionieren, weil ich jetzt weiß, was ich machen muss. Ja, interessantes Gebäude, das hier. Der Fahrtrichtungswender. Da ist der Fahrtrichtungswender. So, was machen wir? Wir fahren jetzt erstmal vom Zug weg. So, hier ist die PZB aktiviert. Nicht vergessen. Ist der Motor an? Nee, ne? Nur Motor. Komm schon. Und jetzt auf Motorstart. Hervorragend. Lösen, lösen. Nach vorne. Und Weichen stellen. Also wir fahren. Aha, das passt. So, wir fahren ungefähr bis hierhin. Ändern dann die Fahrtrichtung. Fahren dann hierhin. Hierhin, 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 hierhin. So. Und dann sind wir an der Drehscheibe. Perfekt. Müsste eigentlich klappen. Moment. Ich dachte, ich hätte den Intercity abgekoppelt. So. Lösen, lösen und auf geht's. Bisschen leise hier drin, ne? Egal, machen wir gleich. Und so, das müsste schon passen. PZB ist nach wie vor an, ja. Rückwärts. Ja, Rangierszenarien sind mit mir immer ein bisschen chaotisch. Ich weiß.
Perfekt. Erstmal überlegen, wo wir hin müssen. Einen nach links. Genau, ja. Also praktisch hier hin. Und da sind wir schon wieder auf meinem, auf der Drehscheibe, meinem Erzfeind. Mit extrem guter Schallabdeckung. Okay, wir wollen einen nach links. Okay, dann let's go. Wow, auf Anhieb das richtige, die richtige Richtung gewählt. Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass es diese Drehscheiben ja schon wirklich seit Rapid Transit gibt und die aber meiner Meinung nach wirklich kaum bis gar nicht in irgendwelchen Szenarien verbaut worden ist. So. Vorwärtsstellung. Zack. Upsi. Hab vergessen zu bremsen. Warum habe ich die abgekuppelt? Mann, Mann, Mann. Ja. Okay, dann machen wir jetzt ein ganz interessantes Manöver. Erstmal machen wir hier vorne mal die Lichter aus. Geben wir ganz wenig Gas. So. Müsste geklappt haben. Mhm. Das passt. Jetzt schieben wir diesen Zug. Genau, das machen wir jetzt. Also zack. Die Weiche einmal bitte so. Das passt soweit. Das passt. Das passt. Und das müsste alles hier passen. Die Frage ist, passt der gesamte Zug hier drauf? Mal schauen. Okay. Dann auf geht's. Moment.
Sollte natürlich gucken, dass hier vielleicht keine Bremse angezogen ist. Ich dachte, ich hätte das Licht ausgemacht. Ein Regionalexpress. Sehr cool. Mit einer 112 oder 143 habe ich jetzt nicht erkannt. Ja. Ja, machen wir besser mal die Zugsammelschiene aus. Wäre natürlich sinnvoller. Gelöst. Aufgesperrt. So. Haben wir die Lok einmal abgerüstet. Was machst du hier? Start. Lösen, lösen. Jetzt müsste das, glaube ich, klappen. Hoffentlich. Warum klappt das nicht? Da sind auch keine Bremsen mehr angezogen. Was mit der Handbremse? Federspeicherbremse gelöst. Können die Wagen. Haben die auch noch einen Bremsen im Kopf? Steuerventil. Bremse, bla bla bla. Die Handbremse ist doch nicht gelöst. Sie ist gelöst. Muss unsere Lok vielleicht doch aufgerüstet sein? Weiß ich nicht. Ah, vielleicht wegen des Fahrtrichtungsbänders. Neutral. Jetzt vielleicht? Ja, die 204 und ich, wir haben eine echt gute Zeit zusammen. Das war ja schon bei dem Szenario auf Hauptstrecke Rhein-Ruhr eine reine Katastrophe. Ja, voll. Nee, doch nicht. Hä?
wir rollen ja mit dem gesamten Zug. Warum? Funktioniert das dann nicht? Dann machen wir das jetzt mal anders. Gelöst. Gelöst. Wir rollen nicht. Okay. Dann machen wir jetzt mal was ganz chaotisch Falsches. Stromabnehmer hoch. Ist oben. Und Hauptschalter schließen. HS1. HS1. So. Fahrtrichtungswende an Rückwärtsstellung. Du aufgesperrt. Bremse hoch. Gott. Ah. Meine Güte. So. Aha, das funktioniert. Nö. Warum? Nicht. Aber wir sind ja erstmal gerollt. Das kann ich mir nur dadurch erklären, dass irgendwo noch eine Handpumpe angezogen werden muss. Was ist denn? Wenn wir unsere 204 abkumpeln und nur mit unserer 101 fahren. Also Bremsen lösen. Fahrtrichtungswende ist in Rückwärtsstellung. Was ist jetzt? Auch nicht. Allen Ernstes irgendwo eine Handbremse angezogen in einem Wagen. Also hier schon mal nicht. Ja, Gott, was ist das denn? Was ist denn die Handbremse? Hier. Handbremse. Gelöst. Anlegend, lösend. Warum kann ich hier nicht durch? Warum kann ich hier nicht durch? Ich habe das Gefühl, dass die Antwort auf diese Frage die Lösung unseres Problems darstellen könnte. Ihr seid nicht miteinander gekuppelt? Wann habe ich das denn gemacht? Warum kann ich euch nicht ankuppeln? Ah. Was machen Sie denn hier drin? Warum kann ich euch nicht ankuppeln? Kann ich das vielleicht mit der Kamera 2, 3 machen? War das hier? Ja.
Ich bin langsam echt am Verzweifeln. Das habe ich mir alles irgendwie ein wenig weniger chaotisch vorgestellt, aber so weiß ich wenigstens, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe, nicht Wagenmeister zu werden in einem Rangierbahnhof. Oder Zugdienstleiter, Fahrdienstleiter. Steht da zum Aufheben der Übergangsbrücke Sicherung drehen. Kann ich die Sicherung drehen? Nö. Aber schönes Detail hier. Okay. Planänderung, was machen wir jetzt? Wir könnten mit zwei Wagen in diese Richtung fahren. Bringt uns aber nichts, weil hier ist Sackgasse. Was können wir denn stattdessen machen? Also ich will jetzt das Szenario nicht einfach so beenden mitten im Nichts. Dann habe ich aber jetzt eine andere Idee, was wir machen. Dann lassen wir halt diesen Intercity hier mal rumstehen. Und fahren mal mit dem hier weiter. Also, wir stehen hier vorne. Wir koppeln einfach diesen Zug an den da an. Wäre das nicht smart? Vermutlich nicht. Wir machen es trotzdem. Echt? Ja, machen wir. Okay. Das passt. Das passt, das passt, das passt. Das passt. Das ist jetzt passend. So, der Rest passt auch. Okay. So. Fahrtrichtung Steller in Rückwärtsstellung. Bremse lösen. Bremsschlüssel aufgesperrt. Zugsammelschiebe besser mal aus. Okay, du willst keine Leistung aufschalten. Warum? Bremse lösen. Komm schon. Ich kann nicht. Warum kann ich nicht mehr zoomen? Ah, jetzt geht's wieder. Interessant. Lieber Zug, bitte schalten Sie Leistung auf. Komm schon. Warum nicht? Du bist doch in Rückwärtsstellung. Was habe ich denn jetzt schon wieder vergessen? Das macht so viel Spaß. Wow. Nein, es macht wirklich Spaß. Also es ist schon echt witzig, so hier mal diesen Quatsch machen zu können. Also man kann das auch natürlich alles ernst nehmen und das Ganze auch wirklich ganz ernst machen und sich einen Plan da zurechtlegen und so. Man kann es aber auch natürlich machen, so wie ich. Warum schaltest du keine Leistung auf? Das passt doch alles. Gut, Leistung vorgefehlt, aber nicht aufgeschalten. Okay.
Wir machen Folgendes. Wir laufen jetzt mal hier raus. Machen erstmal hier vorne ein schönes kleines Foto. Wobei, gehen wir dafür doch mal zurück in die Lok. Na. So ist cool. So, Thumbnail gefunden. Tschüss, 101, die ich auch schon geschottet habe. Also, wir machen jetzt Folgendes. Den Zugteil, den wir bereitstellen konnten, konnten wir halt schon mal bereitstellen. Wir rufen jetzt beim Fahrdienstleiter an und sagen halt Bescheid. So, ja, sorry, lieber Fahrdienstleiter, aber alle Loks, die hier stehen und alle Wagen, die hier stehen, sind kaputt. Außer die paar, die ich halt bereitstellen konnte. Sag mal den Fahrgästen am Bahnsteig, dass wir heute mit geänderter Wagenreihung fahren und ungefähr die Hälfte der Wagen fehlen beim Eurocity nach Zürich. Und auch die Schlafwagen, die Fahrgäste sollen halt gucken, dass sie halt woanders schlafen. Auf den Gepäckablagen oder so. Und diesen Vierwagenzug stellen wir bereit. Vielleicht erbarmt sich ja ein Kollege später und guckt dann nach, ob die Wagen noch alle intakt sind und kann die dann vielleicht noch nachschieben in den Bahnhof hinein. Der Zug fährt eh erst in ein, zwei Stunden ab. Bis dahin belegen wir einfach schon mal den Bahnsteig vom Kölner Hauptbahnhof. Das macht man so. Das macht man so, wenn die SBB hier fährt. Start. Warum klingst du so, als seist du kaputt? Ja, vielleicht, weil der Sound kaputt ist und man nur ein Fenster aufmachen muss. Beziehungsweise nur mit einem offenen Fenster halbwegs akzeptablen Sound hat. Instrumentenbeleuchtung will ich haben, jawohl. Dann auf geht die wilde Fahrt. Ja, wobei, Moment. Mal gucken, wie die Signale stehen. Das Signal ist rot. Mhm, das auch. Weichen können wir uns nicht mehr stellen. Okay, gut. Dann dürfen wir einfach drüber fahren. Mein Beschleunigen bin nicht mehr so wahnsinnig schnell nur mit der Lok alleine. Ah. Ich durfte das Signal nicht überfahren. Ich dachte, das war auch so eins dieser roten Signale, die man einfach bei diesen Szenarien hier überfahren kann. Ja. Ja, so passieren Fehler. Schlimme Fehler. Gut, den Profis in Realität passiert das natürlich nicht. Aber hier sitzt ja kein Profi. Hier sitzt ein Nicht-Profi, der gerade ein rotes Signal überfahren hat. Tja, gut. Ich würde sagen, das ist ein würdiger Abschluss
ein unwürdiger Abschluss für eigentlich für dieses eigentlich sehr, sehr schöne Rangierszenario. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ich fand es nämlich eigentlich ziemlich, ziemlich cool, dass man hier einfach mal frei ein bisschen rumfahren konnte und ganz à la Derail Valley hier durch die Gegend fahren konnte. Aber jetzt weiß ich auch, dass Derail Valley definitiv kein Spiel ist, an dem ich lange Spaß hätte. Deshalb habe ich es auch tatsächlich noch nicht gespielt. Ich danke euch trotzdem fürs Zusehen. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal mit dabei seid. Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.